Werte Auftragnehmerschaft aus Schaan. Wer kennt sie nicht, die alltäglichen Situationen des Wartens, die nur schwierig auszuhalten sind? Das Warten auf ein wichtiges Ergebnis, das Warten auf bessere Zeiten, das Warten im Stau oder vor der roten Ampel. Meist warten wir mit Ungeduld und vergessen dabei, dass im Warten auch das Moment der Möglichkeit, der Überraschung und des Glücks liegt. Denn die Kunst des Wartens besteht darin, inzwischen etwas anderes zu tun. Genau da setzt die Aktion Happy Rush Hour an. Die Werkklasse vom freiwilligen 10. Schuljahr Schaan will Menschen im St. Galler Abendverkehr positiv überraschen. Der Auftrag kommt von der Meldestelle für Glücksmomente und hat zum Ziel, das Warten in der Schlange zu versüssen. Sex mit einem Staumümpfeli, mit einer Winterrose oder mit einem klaren Blick dank der Wäschekippe Los Lavanderos. Insgesamt sind 10 Jugendliche im Alter von 16 bis 19 während einer Stunde im Einsatz. Obwohl sie nur in guter Absicht handeln, die Kundschaft reagiert nicht immer gleich. Also manche sind sehr freundlich, manche machen gleich auf und wenn, also kann sehr freundlich über und manche machen den gerne nicht auf, also dann ignorieren. Oder manche machen auf und sagen nein, oder ich habe kein Geld und dann sagt, dann tun wir halt erklären, für was das ist und dass wir kein Geld verlangen. Der Albert Eberle, Lehrer von der Werkklasse, nimmt selber auch eine Rolle ein. Der Ampelpoet liest während der Rotphase japanische Gedichte vor. Er hat mit seiner Klasse den Auftrag angenommen, weil er in dieser Aktion ein pädagogisches Potenzial sieht. Oh, welche Stille, das welke Herbstlaub durchheilt. Die Arbeit an der Strassenkreuzung ist ein Lernfeld mit der Realität. Meine Schülerinnen und Schüler, die sind jetzt auf dem Weg ins Berufsleben. Und das ist das, was sehr oder an der Strassenkreuzung eine Rolle spielt. Und zwar der Umgang mit Leuten, Angst abbauen, sich auf die Leute zubewegen trauen, verbale und nonverbale Konversationen zu üben. Sie haben hier müssen Aufträge ausführen, sie haben Pflichten erfüllen müssen, die wir klar vorgegeben haben. Also es ist wirklich eine Parallele zu der Berufswahlvorbereitung. In eine fremde Rolle zu steigen, ist nicht immer ganz einfach. Vor allem, wenn sie so skurril ist wie die von der Happy Rush Hour. Aber auch in der Berufswelt gibt es ungewöhnte Rollen, für die innere Hürden müssen überwunden werden. Also ich finde es irgendwie noch leicht, halt, ich finde es leicht. Komisch ein bisschen, schauen die ein paar Leute ein bisschen komisch an, aber ja. Macht Spass? Geht schon, ja. Bei diesem positiven Streich interpretieren die Jugendlichen vom 10. Schuljahr ihre Rollen engagiert und überzeugend. Die Zumutung vom Warten verwandelt sich bei vielen Automobilisten in ein Lächeln und die Wartezeit verfliegt im Nu. Die haben also ganz toll gearbeitet. Sie waren motiviert, sie waren freundlich, haben sich auch nicht von Ablehnung da, negativ beeinflussen lassen. Sie sind immer gleich freundlich auf die Leute zugegangen und haben auch, wenn die Leute abgelehnt haben, trotzdem gewunken, haben ihnen eine gute Fahrt gewünscht. Es war richtig schön zum Zuschauen. Lobende Worte kommen auch vom Experten Rudi Gasser. Er hat das Geschehen genau beobachtet und gibt den Glücksbringern ein detailliertes Feedback. Also ich habe mich sehr gefreut, euch zuzuschauen. Ich muss euch ein Kompliment machen, darf euch ein Kompliment machen. Ich habe selten Aktionen gesehen, die mit so viel Spannung verlaufen sind. Zum Abschluss wird den Jugendlichen als Anerkennung für ihren Einsatz eine Urkunde überreicht. Die Freude über die mit Bravour gemeisterte Herausforderung ist riesig.